Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wildwings nach der Partie gegen den ERC Red Bull München. Zuerst die anderen Ergebnisse: Adler Mannheim gegen die DG 3:2, Augsburg schlägt Hamburg mit 6:2. Beim Spiel Ison Roses gegen die Eisbären Berlin, da läuft momentan das Penaltyschießen beim Stand von 3:3. Krefeld Pinguine, Christie's Wolfsburg 4:1, Straubing unterliegt auf eigenem Eis, dem ERC Ingolstadt mit 3:4. Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Kölner Haie 3:1. Kommen wir zur heutigen Partie. Don Jackson, Glückwunsch zum Sieg hier in Schwenningen. Und den Kommentar bitte. Ja, guten Abend zusammen. Danke und Grüße an meinen älteren Kollegen Herbert Duraff. Im Spiel, wir haben war ein enges Spiel durch das Weidrill 1:0 bis Ende der zweiten. Und dann wir hatten die zweiten Tor geschossen und dann eine sehr, sehr starke letzte Drill wir haben gehabt. So, viel Glück, Helly, und keep rolling. Helmut, dein Kommentar bitte. Oder? Erstmal Gratulation an Don, ganze Trainerteam und natürlich Red Bull zu dem Sieg. In über 60 Minuten. Ehrlich gesagt, wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Wir waren in allen Belangen unterlegen, in jedem Zweikampf. Wir liefen eigentlich mit der Scheibe hinterher. Wir haben zwar bis zum Ende des zweiten Drittels das Spiel ergebnismäßig offen gestalten können, aber unsere Torchancen waren eigentlich nicht da, um irgendwo das Spiel irgendwo zu drehen. München hat von Anfang an die Räume sehr, sehr eng gemacht, sehr viel Druck gemacht, sich das Spiel kontrolliert, sodass wir eigentlich die ganze Zeit nicht ins Spiel kamen. Und ja, das Ergebnis spiegelt eigentlich auch, oder auch das Schussverhältnis wieder, wie das Spiel war. Gratulation nochmal für eine tolle Leistung. Seine Mannschaft, die, ich habe es vorher schon mal gesagt, eine Top-Mannschaft in Deutschland ist, die momentan vielleicht für mich die beste ist. Ich hoffe, dass sie diese Form halten können in den Playoffs. Und dann werden sie sicherlich noch eine sehr, sehr lange Saison haben. Danke. Soweit die Kommentare der beiden Coaches. Gibt es Fragen heute Abend? Herr Wittmann, bitte. Ja, Herr De Raffi, erklären Sie sich die schwache Leistung jetzt nach so vielen guten Heimspielen, dass man jetzt dermaßen Schwachheit ausgesehen hat? Ja, ich würde sagen, es lag in erster Linie am Gegner. Wir haben, wie gesagt, eine Top-Mannschaft gegen uns gehabt, die uns keine Möglichkeiten gegeben hat. Man sah den Klassenunterschied, das ist eine Mannschaft, die wirklich vorne spielt, die ist jetzt auch, glaube ich, wenn ich das richtige Ergebnis sehe, Tabellenführer ist und das auch verdient. Und das lag sicherlich in erster Linie am Gegner, an der Top-Leistung des Gegners als an uns. Weiterfahren. Alles soweit beantwortet. Dann habe ich noch drei Informationen. Und zwar, ich darf ein Ergebnis nachreichen. Iserlohn gewinnt im Penaltyschießen gegen die Eisbären Berlin mit 4:3. Dann steht das Vita-Game an, zwar erst in einem Jahr, aber die Ticket-Infos gibt es ab kommenden Montag und unser letztes Heimspiel findet dann am Freitag statt, genau in einer Woche, dann gegen Krefeld. Bullis um 19:30 Uhr. Ich darf Don Jackson seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen. Viel Glück für die Playoffs und wir sehen uns dann wieder am Freitag. Danke.